Herzlich willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video auf Gameplay Gamers. Und für das erste Video habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ich habe mir nämlich etwas im Sternekatalog von Nintendo bestellt und das Paket ist heute via DPD aus Großostheim auch bei mir angekommen. Und dann schauen wir doch mal, was ich mir heute gegönnt habe. Um die Spannung etwas hervorzuheben, zeige ich euch mal, wie so eine Bestellung ankommt, natürlich mit einem Lieferschein. Die Posten werden natürlich immer anders sein bei jeder Bestellung, je nachdem, was ihr bestellt, aber ich denke, das dürfte jedem klar sein. Neben dem Lieferschein befand sich auch noch ein Club Nintendo Zettel dabei, auf dem Nintendo sich bedankt, dass ich mir einen Artikel aus ihrem Repertoire gegönnt habe und sie mir viel Spaß mit dem Artikel wünschen, und da sage ich direkt mal vielen Dank, den werde ich sicherlich haben. Und als Retro-Spieler ist ein Super Nintendo-Controller ja nie verkehrt. Schließlich gab es auf dem Super Nintendo viele gute Spiele. Allerdings muss man dazu sagen, dass es sich hierbei nicht um einen normalen Super Nintendo-Controller handelt, sondern einen Super Nintendo-Controller für die Wii, wie man hier oben auch unschwer erkennen kann. Die Rückseite der Packung dürften Veteranen und Retro-Spielern bekannt vorkommen, sieht nämlich sehr ähnlich aus wie die Super Nintendo-Packung, wie sie damals war, also für die Controller. Ich habe hier mich mal in meiner Schatzkiste gewühlt und habe natürlich noch eine originale Packung gefunden, die ich mir damals 98 oder 99 noch im Kaufhof gekauft habe, habe damals 40 D-Mark für bezahlt. So sieht die Packung von der anderen Seite aus, nicht sehr viel anders. Aber die Packung ist auch nicht der Grund, warum ich jetzt ein Video mache, also weg damit, sondern der Controller an sich. Jetzt liegt er hier schon fast drauf, und dazu kann man direkt sagen, dass sich hier vorne auf der Packung noch eine Plastikscheibe befand, um den Controller vor Staub oder sonstigen Sachen zu schützen. Das habe ich leider schon entfernt, genauso wie das ganze Plastik, welches sich um den Controller gewickelt war und um die Kabel gewickelt war. Es ist jetzt mittlerweile das 8. oder 9. Video, das ich aufnehme, und es hat jedes Mal gestört und irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr darauf gehabt. Und so sieht die Packung dann aus. Das Kabel versteckt sich hier hinter so einer Klappe. Und das Kabel ist dann auch nicht besonders lang. Das kann ich jetzt auch mal super im Vergleich zeigen. Ich habe mir nämlich auch noch einen Super Nintendo Controller aus meinem Archiv herausgekramt und man kann deutlich sehen, dass das Kabel wesentlich länger ist. Das hat natürlich zum einen die Ursache, dass die Konsolen früher meistens immer vorne standen und man dann 1 bis 2 Meter mindestens, sage ich mal, vom Fernseher wegbefand und das Kabel natürlich bis dorthin halten muss. Das gab es auch für das Super Nintendo, soweit ich weiß, schon kabellose Controller, habe allerdings nie einen besessen. War mir damals auch so viel Aufwand, dauernd neue Batterien zu kaufen oder Akkus aufzuladen, was man heute ja leider zwangsweise machen muss. So lang ist das Kabel und man sieht auch direkt, dass die Größe der beiden Controller dieselbe ist. Man könnte den Controller also übereinander legen und man sieht, gleich groß. Allerdings kann man dazu sagen, dass mein alter Controller schon ziemlich vergilbt ist. Der lag damals einfach zu sehr in der Sonne. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze natürlich anfühlt, bevor ich schon etwas genaueres dazu sage, obwohl ich das Ding ja noch gar nicht in der Hand gehabt habe. Aber man merkt jetzt schon, dass sich der Controller genauso in der Hand hält und sich genauso anfühlt wie damals in den 90ern. Man kriegt ihn jetzt leider nur über den Sternekatalog bei Nintendo, allerdings sind die 7000 Sterne es deutlich wert. Es dauert natürlich eine Zeit, bis man so viele Sterne beisammen hat, und ich könnte mir jetzt theoretisch noch ein oder zwei dieser Controller leisten, aber dann sind ja meine ganzen Sterne weg. Und ich warte auch mal auf neue Prämien und hoffe auch noch, dass es die Zelda-Statue wieder geben wird, die ich mir eigentlich holen wollte. Aber der Controller ist gut. Wer sehr viel auf der Wii mit Retro-Spielen zockt, besonders Super Nintendo-Spielen, kann kein besseres Retro-Gefühl vermittelt bekommen als mit diesem Controller. Also, holt ihn euch, er ist seine 7000 Sterne deutlich wert.